Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp von und mit Arno Burger. Wenn du schon mehr mit OneNote arbeitest, dann hast du sicher hin und wieder die Situation, dass du auf einer Seite schon einiges geschrieben hast, vielleicht auch mehrere solche Container hast. Hier sind es 5 Stück und jetzt merkst, du möchtest hier oben gerne noch etwas einfügen. Und dann hast du die Möglichkeit über den Befehl Zeichnen, Bearbeiten, Schreibbereich einfügen, den Bereich zum Beispiel oberhalb der ganzen Container oder auch den Bereich zwischen Containern größer zu ziehen. Du machst es folgendermaßen, du klickst auf das Symbol Schreibbereich einfügen, gehst dann in das Blatt und wenn du jetzt die linke Maustaste drückst und festhältst, dann kannst du damit den Bereich größer oder auch kleiner ziehen. Das heißt, du kannst zusätzlich Platz einfügen oder auch entfernen. Wenn du das nicht horizontal machen möchtest, sondern vertikal, dann geht das auch. Allerdings geht das nur hier links vor dem Text gut. Und man kann es da leider auch nicht verringern. Denn wenn ich jetzt hier hingehe, dann seht ihr, es erscheint nicht das Symbol, mit dem ich jetzt den Bereich verkleinern kann. Ja, ich hoffe, euch hilft das weiter. Wenn ihr es gerne ausführlicher habt, schaut euch meine anderen Videos an. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, euer Arno.